Also was ist die Quintessenz des Multikulturalismus, des Multikulti, der bunten Republik? Man stelle sich vor, man ist in einem Chemielabor, ja, sind zwei Leute drin und sie haben absolut keine Ahnung von Chemie. Sie sind keine Experten, sie haben das nicht studiert, sie wissen gar nichts über Chemie. Und jetzt stehen sie da vor dem ganzen Reagenzien, vor dem Schrank mit den ganzen chemischen Elementen. Alles so Pülverchen und Fläschchen. So, und dann fragt einer, ja, welches Mittel sollen wir jetzt zusammenrühren? Sollen wir vielleicht 50 Gramm Barium nehmen, 50 Gramm Natrium und dann mal gucken, was passiert? Und dann sagt der andere, wieso 50 Gramm davon, 50 Gramm davon? Wir nehmen einfach alle Elemente in unendlicher Menge. Wir kippen einfach alles, was wir haben, zusammen. Alles. Okay. Ja, was kann schon schief gehen? Ja. Die typische Assoziation, die man mit dieser Szene hat, ja, wenn das sowas im Fernsehen mal gezeigt wird, in irgendeinem Film oder so, wenn irgendwelche Reagenzien wahllos zusammengemixt werden, das, was am wahrscheinlichsten passiert ist, dass es explodiert. Ja? Oder dass das irgendwelche giftigen Gase erzeugt und man dabei stirbt. Auf jeden Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass das einen gesundheitsschädlichen Effekt hat. Mal angenommen, es kommt noch ein Dritter herein, der ein bisschen Ahnung von Chemie hat oder wenigstens das ein oder andere Element näher kennt. Und wie er dann so sieht, dass sie diese Flasche und jene Flasche nehmen und, oh Mensch, die zwei Elemente kenne ich, aber wenn man die zusammenkippt, dann, dann gibt es einen großen Knall. Ja, und der kommt dann daher mit warnenden Worten und sagt, Leute, ihr solltet damit vielleicht nicht einfach so rumspielen. Ja? Vielleicht solltet ihr euch vorher mal hinsetzen und mal Gedanken machen, was ihr da eigentlich tut. Und dieser Warner, ja, der wird dann, dem wird dann vorgeworfen, er sei ängstlich, er würde Angststimmung verbreiten und er hätte ganz, ganz üble und böse Absichten. Er wäre ein menschenverachtender Mensch, ja? ein ganz, ganz böser Nazi. Und falls da Zuschauer vielleicht noch anwesend sind, dann wird er unter dem jubelnden Beifall der Menge dann des Raums verwiesen und verjagt. Ja, solche negativen Menschen wollen wir nicht haben, ja, die so schlechte Laune verbreiten. Wir wollen gut gelaunt sein. Welche Völker wollen wir, dass sie in einem Staat leben? Alle? Wie viele von denen? Unendlich. Was kann schon schief gehen? Kurigegu te kukuoja.